Und hallihallo Freunde, da sind wir wieder mit dem nächsten Teil Gen Machine. Es hat leider etwas länger gedauert. Die Arbeit und nochmal die Arbeit. Aber jetzt geht es hier weiter. Und ja, ich habe auch schon etwas herausgefunden. Und zwar, dem Couscous, dem geben wir... Was geben wir ihm denn? Unseren Briefbeschwerer, unser Kunstwerk. Das ist ein Teil meiner Sammlung. Überzeugt Sie das, dass ich es verdiene, zugelassen zu werden? Ein nettes Stück. Spätphönizisch. Entschuldigen Sie, dass ich an Ihnen zweifelte, mein Herr. Sie sind ein wahrer Kunstliebhaber. Bitte, gehen Sie doch durch. Nee. Ja. Ja, und das machen wir auch. Ich bin hier so ein bisschen weiter. Aber schauen Sie sich das doch mal an! Sie ist eine Monstrosität! Sie wird nie funktionieren! Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden, Tippel. Computermaschinen sind die Zukunft der Wissenschaft. Es wäre töricht, die Rechnerkraft unserer analytischen Maschine zu ignorieren. Aber die gesamten Institutsmittel sind auf diesen zu groß geratenen Abakus verschwendet worden. Die Zukunft liegt in der Erforschung. Wenn Sie mir nur das Personal zur Verfügung stellen würden, um mein Projekt zu beenden. Oh ja, Ihr Projekt. Zum Mond zu fliegen? Tippel, Sie sind ein Narr. Und selbst wenn Sie dorthin kämen, würden Sie doch nichts als Staub finden. Genau da haben Sie Unrecht. Nach meinen Berechnungen gibt es auf dem Mond ein Rohstoffvorkommen in solcher Menge, dass die ersten Leute, die sich ein Anrecht darauf sichern, ein unvorstellbares Vermögen machen. Und falls das Institut mir bei meiner Arbeit helfen würde, dann könnten sie mit den Erträgen nach Herzenslust analytische Maschinen bauen. Wir werden das Leben unserer Mitarbeiter doch nicht bei ihrem fruchtlosen Unternehmen aufs Spiel setzen, Tippel. Ihr Plan, den Mond zu erreichen, ist leichtsinnig, unerprobt und wahrscheinlich selbstmörderisch. Wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht. Ja, die beiden verstehen sich auf jeden Fall sehr gut. Mit den ganzen Wissenschaftlern können wir jetzt nicht wirklich viel unternehmen. Wenn Sie schon nicht mit dem Professor diskutieren wollten, werden Sie mit mir bestimmt nicht reden. Genau. Also, reden wir mal mit dem Professor. Mir scheint, er ist im Moment zu erzürnt zum Sprechen. Ich warte lieber, bis er sich ein wenig beruhigt hat. Genau. Also, können wir hier vorne nichts anfangen, aber hier hängt nämlich was. Eine Lochkarte, die nehmen wir. Komischerweise unternimmt auch keiner was gegen. Blub. Vielleicht kann ich sie benutzen, um diesem Professorchen zu helfen. Professorchen. Er kümmert sich um die Ausstellungsstücke im Institut. Genau, mit der ganzen Maschine können wir so jetzt leider nichts anfangen, denn sobald wir... Bitte unterlassen Sie es, sich an den Ausstellungsstücken zu schaffen zu machen. Ja. So, ansonsten können wir hier leider noch nichts machen, aber dafür habe ich vieles auf anderen Plätzen herausgefunden. Okay, Mossop folgt uns hierhin auch nicht, stelle ich auch gerade mal fest. Und zwar gehen wir... Ach, da ist ich schon, sehe ich schon wieder hier raus... Und wir müssen nochmal nach Hause. Oh, das ging aber schnell. Und zwar zu Hause ist mir noch was aufgefallen, was wir mit 73 machen können, weil den habe ich im Prinzip ganz vergessen. Mir ist, mal so eben nebenbei eingefallen, ich habe da ja noch eine Katze. Mossop, hier bin ich. So, Karte. Wo soll's denn hingehen, Meister? Ja, wo soll's denn? Nach Hause. Fahren Sie uns heim, Kutscher. Mein Diener gibt Ihnen Anweisungen. Ach. Als wenn wir da nicht schon gewesen sind. Ach so. Wir hätten die Tür nicht zugemacht. Ja, der spielt nämlich jetzt mit einer Ratte. Ich kann mal
wir, glaube ich, nochmal reden. Ah, man beobachte das gnadenlose Spiel mit der hilflosen Maus. Ich vermute, der Katzeninstinkt 73 ist immer noch sehr stark. Auf der anderen Seite könnte es auch ein menschlicher Zug sein. Ah, man beobachte ja, okay. Das gnadenlose... Ja. Ahem, entschuldige mal. 73... hat alles keinen Sinn. Er ist völlig vertieft. Genau, und deswegen unternehmen wir da etwas gegen. Nein, das nicht. Und zwar geben den Baldrian. Lass die Maus doch in Frieden, alter Junge. Versuch das doch mal stattdessen. Ich glaube, Katzen mögen das ganz gern. Oh wow, Mann! Kosmisch! Ich fühle mich groovy. Ja. Während 73 anderweitig beschäftigt ist, sollte ich wohl die arme Maus vor einem langwierigen und grausamen Tod bewahren. So, die Maus brauchen wir nämlich... für jemand ganz Besonderen. Und zwar... mach die Tür zu Mossop. Ah. Naja, egal. Zack. Ah, ich finde das herrlich mit der Tür. Wo soll's denn hingehen, Meister? Und zwar zu unserer Geliebten. Barnsbury. Warte hier, Mossop. Vielen Dank, mein Herr. So, hier gehen wir rein. So, da haben wir das Dienstmädchen. Na, gehen wir da weg. Wir hatten... Nee, ich hatte... Moment. Hä? Habe ich da jetzt was übersehen? Ich hatte hier beim letzten Mal... Ich hatte mir das Offscreen, hatte ich mir das ein bisschen angeschaut, damit ich grob weiter weiß, aber... Hä? Also, wo bübst, was ist denn das? Ach! Vielleicht hängt das damit zusammen. Ich hatte nämlich zuerst noch was anderes gemacht. Und zwar müssen wir nochmal in das edle... Ah, oh, das dauert immer, bis die eingestiegen sind. Wie hot. Wo soll's denn hingehen, Meister? Zum Wirtshaus Krabbe und Matrose in Whitechapel. Whitechapel. So, da können wir nämlich jetzt hier links der guten Dame. Ich laufe ich jedes Mal schlapp, wenn ich reinkomme. Wer sollte mir überall die Türen öffnen, wo man Königin Victoria achtet? Ja, ja, ja. Ihr geben wir das jetzt. Ich habe hier einen Brief, der so unleserlich ist, dass er von einem Pariser stammen könnte. Ist schon in Ordnung, Herzblatt. Die Dinger geben wir gratis dazu. Nein, nein. Es ist ein Brief von Ihrer Majestät der Königin. Sie kommen also mit allerhöchster Empfehlung von Königin Vicky höchstpersönlich, hm? Die hatte noch nicht mal Prinz Albert. Naja, Sie können ja mal hereinkommen und sich umschauen. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie immer noch Mitglied werden. Gehen Sie nur durch. Danke. Ach, schön, Stufe für Stufe. Ja, Mossop bleibt wieder unten. Eieieiei, schaut euch das an. Ach so.
Entschuldigung, ist das hier für kleine Jungs? Hier ist alles für große Jungs, Schätzchen. Und was macht man in diesem Zimmer? Sind Sie eine Porträtfotografin? Nein, nein, mein Lieber. Das ist der Peinlichkeitsraum. Was zum Himmel macht man da? Nun, der Freier, Verzeihung, der Herr zieht sich aus und ich fessle ihn an das Bett. Dann mache ich ein Foto von ihm und schicke es an die Zeitung, so dass es ihm zu peinlich ist, sich in London blicken zu lassen. Klingt sehr wirkungsvoll und mir ist es schon peinlich, wenn man mich zweimal im selben Hemd sieht. Was darf denn sein, mein Herr? Ein bisschen Handarbeit? Einfache körperliche Ertüchtigung? Reise in das schwarze Loch? Einen auf die Schnelle? Oder die Luxusversion? Ich hätte da auch frische Aprikosen. Ja. Ich wüsste gerne mehr über diese Kamera. Warum denn das? Ich bin Regisseur von Enthüllungsfilmen. Wirklich? Meinen Sie, Sie könnten mir einen Job als Schauspielerin besorgen? Wenn du gut genug bist und, mir einen Gefallen tust. Einen Gefallen wie? Sie haben Glück. Gefallen tue ich vielen. Was darf denn sein? Könnte ich die Kamera leihen? Oh, ich sollte eigentlich nicht... Och, komm schon. Ich bringe sie auch bestimmt zurück. Also gut, aber dass Sie niemandem davon erzählen. Natürlich nicht. So, jetzt können wir nämlich einfach die Kamera nehmen. Obwohl sie das den Auslöser noch in der Hand hat, reißen wir es ihr einfach gnadenlos aus der Hand und sacken es ein. Ja, schön bedenkt... Bedacht, meinte ich, natürlich. Grinst. Keine Sorge, ich mache einen Star aus dir. Toll, mein Herr. Ich kann's kaum abwarten. Ansonsten können wir hier leider nichts machen. Deswegen können wir hier wieder raus. Oh komm, geh ein bisschen schneller. Dammt nochmal, aber bei Mirabella, da... Haben Sie irgendetwas gesehen, was Ihnen gefiel, meine Herren? Ich sag jetzt mal nix. Und dieses Mädchen trägt ausgezeichnete Referenzen bei sich. Sieht aus, als hätte er diesen Besuch als Geschenk zur Volljährigkeit seines Sohnes arrangiert. Das ist der junge Mann. Es scheint für ihn das erste Mal zu sein. Dass er in diesem Etablissement ist, natürlich. Tja, gut, dann lassen wir die Herrschaften einmal alleine und machen uns wieder auf den Weg. So, ja. Wo soll's denn hingehen, Meister? Barnsbury. Irgendwas muss ich vergessen haben. Denn ich hatte, wo ich hier alles ausprobiert hatte, in Mirabellas Haus was stehen, was ich mitnehmen konnte. Warte hier, Mossop. Vielen Dank, mein Herr. Ah. Alter, verpischt. Reden wir mal mit ihr. Hallo, Gertrude. Das ist doch Prinz Albert. Kannst du Mirabella eine Tasse Tee machen? Wer ist Mirabella? Sie ist deine Herrin, was soll's? Mach einfach Tee, ja? Ja, Gnällfrau. So, nochmal rausgehen. Und hier reingehen. Ach, wie ich es liebe, Freunde. Ja, richtig, genau. Kann man da mal ein bisschen... Riecht eigentlich nach nichts Besonderem. Egal, wir sacken das alles ein. Der ist eiskalt. Dieses Dienstmädchen muss vergessen haben, das Wasser zu kochen. Ein Stück Kuchen. Das wird zu Staub in meinen Händen. Ich muss es in irgendeinen Behälter stecken. Ja, da habe ich auch schon die richtige Alternative für. Und zwar... Och, wo ist das Ding denn jetzt? Da, das Zigarettenetui. Zack, musst du mal öffnen.
Und das Stück Kuchen platzieren wir in der geöffneten, oder in dem geöffneten Zigarettenetui. Das sieht fast wie eine Zigarre aus. Der Himmel helfe dem, der versucht, das zu rauchen. So, und jetzt... Moment, wo haben wir jetzt? Da haben wir den Tee. Es ist eine Tasse kalter Tee. Moment, was... Hab ich denn jetzt? Das platzieren mit der Teetasse. Dadurch wird die glitschig. Das sollte die Teetasse äußerst glitschig machen. Mhm. So, da brauchen wir nichts mehr. Das heißt, wir können hier raus. Gehen jetzt zu Mirabella. Geben ihr den Tee, den glitschigen Tee, muss man ja jetzt sagen. So, Mirabella geben Teetasse. Ist ja kalt! Das ist Tee Hollandaise, meine Liebe. Sehr in Mode auf dem Kontinent. Die Sonne wird ihn für Sie erwärmen. Pfui! Die Tasse ist ganz klebrig. Das ist, Wedgwood Wachsporzellan, meine Liebe. Wie ich höre, sehr beliebt bei der königlichen Familie. Also, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wenn es gut genug ist für die königliche Familie, dann ist es auch gut genug für mich. So, und jetzt tun wir ja noch was Gutes, nämlich die Maus. Sehen Sie doch, was ich gefunden habe, meine Liebe. Das wollte soeben Ihr Bein hinauflaufen. Nehmen Sie das Ding weg! Nehmen Sie es weg! Ich hoffe, sie stellt sich in unserer Hochzeitsnacht nicht so an. So, jetzt... Ah! Jetzt haben wir... Ach. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles richtig gemacht. Denn... Ah, da ist er. Der Verlobungsring. Den hat sie nämlich jetzt verloren. Tada! Dies ist wirklich das Schäbigste, was ein Mann tun kann. Aber ich gebe ihn ihr zurück, sobald ich damit fertig bin. Ja, genau. Und wir ihn verkauft haben. Pierce! Sie Wurm! Wie konnten Sie dieses fürchterliche Ding so nah an mich heranlassen? Es war so groß wie eine Ratte! Kommen Sie mir nie mehr nahe! Ja, ja, ja. Andererseits... Gut, dass wir Sie los sind. Ja, Freunde, und mit diesen wunderschönen Bildern sage ich Tschüss, Adieu und Ciao und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Also, bis dahin, NRW über 18, Adieu!